fetischistischen Ritual des Instrumentenspiels schwingt immer auch die Angst vor Subjektverlust und Kastration durch regressive Wiederverschmelzung mit der objektivierten Mutter. Die pflegend altruistische Umsorgung des Instruments. Wieso bevorzugt aus der eine lieber anschlagen, der andere zupfen, streichen oder blasen? Die Verlagerung frühsexueller Triebe auf manuelle und oder orale Tätigkeiten. Das väterliche oder mütterliche Lieblingsinstrument wird übernommen. Wobei ihr Identifikationswert oder negative mit Schattenaspekten der väterlichen bzw. mütterlichen Identifikation mit Vater. Gerade das, was Vater oder Mutter ablehnen, Enttäuschungen an der tatsächlichen Mutter, indem liebevolle und ihren späteren Stellvertreterinstrument so zur im Sinne eines idealisierten Partners möglich bleibt. Und intensive Abneigung bis hin zum Ekel und zum verzweifelten Hass in unversöhnlichen Gegensätzen. Gerne stellt das Instrument innerlich die nebeneinander bestehen, die man in Besitz nehmen kann. Diese gegensätzlichen oder Strebungen wechseln sich Instrumente gelegentlich schnell. Kann. Eine wichtige Funktion des verschiedenen Lebensphasen liegt in der miteinander Abwehr ab, gegen oral, liegen aber immer teils offen und teils latent im Streit. Und das Instrument äußerst fungiert als daran erlebende Bestätigung an und Beglückung mit seinem Instrument. Durch die empfundene Nähe, ja, es und kommt zu längeren Spielpausen, idealisierter Eltern, denen das Instrument und völlig gemieden wird.